Es bedeutet mir wirklich sehr viel, heute hier stehen zu dürfen. Denn es geht um eine ganz besondere Frau, die den Ehrenpreis erhalten wird. Wir kennen uns schon lange, aber ich glaube, ich habe dir noch nicht gesagt, was ich wirklich fühle, wenn ich dich sehe. Wenn man sie kennenlernt, dann überrollt sie mit einer Aura und einer Ausstrahlung keinesgleichen. Für mich ist sie eine selbstbestimmte, sensible, starke, aber auch eine sehr intelligente Frau. Eine Frau, wo ich die Möglichkeit hatte, hochzuschauen. Ich hatte die Möglichkeit, empowered zu werden. Und das hatte ich nicht sehr oft. Für die junge Generation ist es mehr als wichtig, Vorbilder zu haben. Vorbilder, die mutig sind. Vorbilder, die sich trauen, das zu sagen, was sie denken. Vorbilder wie dich, liebe Joy. Es ist wichtig, dass wir Sichtbarkeit schaffen, und zwar für alle. Sie ist eine der wenigen Frauen, die es über Jahrzehnte geschafft hat, ihre Stimme gegen Rassismus und für mehr Gleichberechtigung zu erheben. Und ich bin stolz, dich kennen zu dürfen. Ihre Musik begleitet mich jetzt schon, ja, mein halbes Leben lang. Als Musikerin gibt sie uns regelmäßig tiefe Einblicke in ihre Seele. Wir sollten alle mehr zuhören und verstehen, was unser Gegenüber sagt. Um es in ihren Worten zu sagen, an einem Tag wie diesem erfand ein Mensch das Rad. Und ein Niemand schrieb ein Lied, das die Welt verändert hat. Eine kleine Dame setzte sich nach vorne in den Bus. Bestimmt hat sie gewusst. Hier ist Joy Denalani.